Kniefall vor der Geschichte darf man sich von Ihnen nicht erwarten. Das Team rund um Regisseur Nicolas Stemann pflegt seit jeher einen recht autonomen Umgang mit Klassikern. Nach Schillers Die Räuber setzen die Salzburger Festspiele nun wieder auf die bewährten Kräfte. Mit Spannung wird die erste Premiere dieses Jahres erwartet. Goethes Faust Teil 1 und 2 als Marathonvorstellung jeweils an einem Abend. Wieder arbeitet Stemann mit dem hochenergetischen Philipp Hochmeier und wieder wird auf der Pernerinsel gespielt. Die Proben für den 7-stündigen Theaterexzess laufen auf Hochtouren. Trotzdem ist es Susanna Schwarzer gelungen, bei den Vorbereitungen zu drehen und den teuflischen Akteur vor die Kamera zu bitten. Philipp Hochmeier, der den Mephisto gibt, spricht im Interview über Lust und Leidenschaft seiner Theaterarbeit. Philipp Hochmeier ist im Grunde ist er gar kein Schauspieler, im Grunde ist er so ein Triebtäter. Philipp ist jemand, der denkt mit dem Körper. Bei Philipp ist es so, entweder kommt gar nichts und man denkt, wer hat den Behinderten da auf die Bühne gestellt, oder es ist genial. Die Rede ist von ihm, Philipp Hochmeier, der etwas andere Crazy Mephisto in der neuen Faustproduktion der Salzburger Festspiele. In roter Glitzerhose rockt er die Bühne, ein draufgängerischer Unruhestifter. Und willst du wissen, was der Teufel meint? So greife nur dem Nachbarn in die Hosen. Viel mehr sei aber noch nicht verraten, denn das Team von Regisseur Nicolas Stemann ist im kreativen Endprobenstress. Hexenelement! Wir liefern heutiges Theater, wir liefern modernes Theater, zeitgenössische Kunst. Ja? Und das ist unser Ziel. Und um das herzustellen, muss man sich auch in ein neues Verhältnis zu dem Stück stellen. Das ist auch eine große Schwierigkeit. Man muss sich auch von diesen Klischees oder von diesen großen Meistern auch abstoßen. Also natürlich habe ich die Gründkindstöne ganz klar im Ohr. Aber da muss man dem schauen, wie finde ich meinen eigenen Ton. Er hat ihn gefunden, den ganz eigenen Ton. Oft ein steiler Höhenflug ohne Netz. Er geht immer an seine Grenzen, möchte sich selbst in der Rolle wiederfinden, exzessiv und laut fordernd. Hochmeier, ein Getriebener und ewig Suchender. Geduld ist seine Sache nicht, das zeigt sich auch beim Textlernen. Also ich lerne extrem langsam und habe große Probleme damit. Und muss mir da immer wieder Leute suchen, mit denen ich das gemeinsam erleben kann. Hier habe ich eben eine junge Schauspielstudentin, mit der das sehr gut geht. Und dann setzen wir uns meistens irgendwo hin, am Fluss oder irgendwo in die Natur und repetieren das laut. Ich möchte das Papier gar nicht in der Hand haben, ich möchte die Buchstaben gar nicht sehen, ich möchte mich von diesen Buchstaben befreien. Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Hochmeier erregt gern Aufmerksamkeit. 1973 in Wien geboren, zeigt er bereits als Kind seine Lust an der Verkleidung. 1993 geht er ans Wiener Reinhardt-Seminar. Sein Lehrer ist Klaus-Maria Brandauer. Also ich war der einzige Österreicher in der Klasse und bin auch jetzt am Talier der einzige Österreicher. Und dann hat man eben so einen österreichischen Meister und jemand, der auch Welterfahrung hatte und so. Und der sich auch gegen die Konventionen in der Schule gestellt hat. Dem war das egal, wann der Unterricht aussah. Dann haben wir halt bis 4 in der Früh gespielt und geprobt und so. Und das kam meinem Charakter sehr entgegen. Im gleichen Jahrgang ist auch Nicolas Stemann. Seit mittlerweile 16 Jahren arbeiten die beiden immer wieder zusammen. 2003 werden beide für 6 Jahre ans Wiener Burgtheater engagiert. Hochmeier spielt in Uraufführungen von Elfriede Jelinek und Peter Handke und brilliert in Klassikern wie Goethes Torquato Tasso. Dieses Glück ist über alle Träume. Künftig soll nicht Tasso zwischen Bäumen, zwischen Mensch, sich einsam, schwach und trübgesinnt verlieren. Er ist nicht mehr allein. Er ist mit dir. Mit Stemann erarbeitet Hochmeier auch sein mehrfach preisgekröntes Soloprogramm Werther nach Goethe, mit dem er 2005 auch in Wien gastiert. Alle Begier schwalbt in ihrer Gegenwart. Sein Spiel besticht durch Lässigkeit und Leichtigkeit und ist voll von Leuchtkraft. Man gewinnt mitunter den Eindruck, als stünde er auf der Bühne unter Strom. Von solcher Intensität ist seine Präsenz. So die Kritik. Tschüss. 2009 verlässt Hochmeier Wien und geht mit Stemann nach Hamburg ans Thalia-Theater. Keine leichte Entscheidung, aber ein Bekenntnis zu seiner Theaterfamilie.
seiner Band, wie er sie nennt. Gemeinsam wagen sie jetzt das Mammutprojekt Faust. Eine willkommene Entspannungsübung ist für Hochmeier da, unser kurzer Fragebogen. Theater bedeutet für mich? Leben, Energie, Freiheit. Wenn ich spiele? Bin ich Mensch. Heimat ist? Kunst. Ich träume davon? Meine Freiheit zu behalten. Hering oder Wiener Schnitzel? Gebackener Hering. Heringschnitzel. Jetzt also Faust. An die 7 Stunden soll er dauern, der Theatermarathon. Ein Jahr wurde geprobt, recherchiert, improvisiert. Ein Materialmix mit sehr viel Video und noch mehr Musik. Das Wichtigste ist, dass die Band zusammenhält. Wenn die Band zusammenhält, zusammen spielen kann, dann kann man sich auch auffangen und dann geht der Beat und dann ist die Musik da, dann ist der Drive da und dann kann man schon viel ausprobieren. Eines ist jedenfalls sicher, so hat man Faust noch nie gesehen. Premiere des Faustmarathons ist am 28. Juli auf der Pernerinsel in Hallein. Mehr über die diesjährigen Produktionen der Salzburger Festspiele zeigen wir Ihnen dann nächste Woche hier am Kulturmontag.